Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des WWE Was Wenn Formats. Heute geht es um das Thema, was wäre, wenn Shawn Michaels ein letztes Mal zur WWE zurückkehrt und ein Match bestreitet. WWE will ja unbedingt das Comeback von HBK. Das wäre natürlich einmal wirtschaftlich eine super Sache. Man könnte die ehemaligen Fans, die damals schon eingeschaltet haben, wieder zurück zum Wrestling bewegen, diese Nostalgie-Fans. Man hätte einen großen Star zurück. Und man muss ja sagen, bei der nächsten Raw-Ausgabe werden der Undertaker und Shawn Michaels am Start sein. Die Gerüchte um ein Royal Rumble-Match von Shawn Michaels, die jetzt wahrscheinlich nicht wahr sind, aber die Gerüchte, die es gibt um ein weiteres Match von Michaels, immer wieder in der Gerüchteküche ist AJ Styles gegen Shawn Michaels zu hören. Also man hat auf jeden Fall einiges an Medienaufmerksamkeit auch für dieses Shawn Michaels-Comeback, beziehungsweise für dieses letzte Match, endgültig letzte Match von Shawn Michaels. Er hat ja immer wieder gesagt, er will nicht zurückkehren, er ist zufrieden mit seinem Karriereende gegen den Undertaker. Aber wenn der Undertaker und Shawn Michaels beide bei Raw sind, könnte es ja durchaus sein, dass der Taker Michaels noch ein letztes Match erlauben würde. Storyline-technisch kann man das ja umsetzen. Aber das würde natürlich gleichzeitig auch heißen, dass diese Retirement-Matches bzw. diese Karriereenden-Matches nicht mehr so viel wert sind. Denn nachdem Shawn Michaels die Karriere von Ric Flair zum Beispiel beendet hat, hat Ric Flair bei TNA einfach weiter gewrestelt und ist da nochmal in den Ring gestiegen. Und genau das hat Shawn Michaels dann traurig gemacht, hat ihn enttäuscht. Und wenn Shawn Michaels jetzt selbst nach seinem Retirement, nach seinem offiziellen Karriereende wieder in den Ring steigt, dann wäre das schon ziemlich doppelmoralisch. Man würde ihn auf jeden Fall in ein großes Programm stecken, eine riesen Einschaltquotensteigerung erzielen. Wie gesagt, die Nostalgie-Fans, die zurückkommen, die verlorenen Fans, die für sein Match nochmal einschalten und so weiter. Aber eine Sache muss man auch sagen, es würde höchstwahrscheinlich enttäuschen, denn Shawn Michaels ist sehr, sehr lange ohne Ringpraxis seit WrestleMania 26. Er ist körperlich nicht mehr in der besten Verfassung. Er hat weniger Ausdauer, deutlich weniger Ausdauer, was man ihm auch nicht verdenken kann. Ich meine, jetzt macht er nicht mehr jeden Tag Cardio-Training in seiner Rente in Anführungszeichen. Er hat zwar ringpsychologisch immer noch Weltklasse-Qualitäten und weiß, wie man ein Match aufbaut, um das großartig zu machen, aber die Leute, die ein weiteres 5-Sterne-Match von Shawn Michaels erwarten, die werden definitiv enttäuscht werden. Der richtige Gegner macht's. AJ Styles wäre tatsächlich, wie es auch immer wieder in den Gerüchten gesagt wird, der perfekte Gegner für Shawn Michaels. Diese beiden könnten tatsächlich nochmal ein sehr, sehr großes Match auf die Beine stellen. Wenn WWE allerdings den falschen Gegner für Michaels auswählt, dann kann das ganz, ganz schnell sehr enttäuschend werden. Von daher bin ich sehr gespannt, ob das passiert. Wenn das passiert, gäbe es ja die Möglichkeit, sehr, sehr viele Dream-Matches umzusetzen mit der Beteiligung von Shawn Michaels. Also schreibt mal gerne in die Kommentare, wer für euch persönlich der beste Gegner für ein letztes Match des Heartbreak Kids Shawn Michaels ist. Das in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne die Kommentare, die schon geschrieben wurden, liken und die quasi hochvoten, dass die mehr Aufmerksamkeit bekommen mit eurer Meinung quasi. Ich verabschiede mich jetzt und sage, schreibt weitere Themenvorschläge in die Kommentare zu diesem Format. Bis zum nächsten Mal und ciao.